und wir reiten weiter auf der Hylianischen Steppe. Ey, yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time. Ja, ich möchte jetzt mal vorweg mal wieder ein bisschen was erklären. Und zwar habt ihr bestimmt gemerkt, damit die letzten Parts jeweils immer bloß 10 Minuten Parts waren. Und die waren auseinandergeschnippelt quasi aus jeweils 20 Minuten Parts. Liegt einfach nur daran, damit ich mal wieder einen Strike kassiert habe und ich keine längeren Videos mehr wie 15 Minuten Videos machen kann. Ha, Arschlecken, YouTube. Und deswegen musste ich das leider so schneiden, damit die Parts ein bisschen kürzer waren. So, ab jetzt werden halt wieder 15 Minuten Parts kommen. Ist leider so, da kann ich nichts dran ändern. Da ist YouTube doof und so. Also, herzlich willkommen zurück bei Zelda und bei 15 Minuten Parts. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Wir springen jetzt hier drüber. Yeah, it's epic. Und ja, im letzten Part, wir können ja mal alles ein bisschen Revue passieren lassen. Im letzten Part haben wir den Schattentempel beendet, haben das Amulett des Schattens bekommen von Impa. Und jetzt sind wir quasi auf dem Weg zum letzten Tempel. Und zwar zum Geistertempel. Und der ist in der Wüste und da sind wir jetzt auch. Aber um in die Wüste zu kommen, müssen wir erst bei den Gerudos vorbei. Im Gerudo. Gerudos Festung, genau. In Gerudos Festung. Palüm, palüm, palüm. So, da oben ist eine ganze Festung voll mit Frauen. Ja, ihr hört richtig, da sind nur Frauen. Und wenn die uns sehen, sperren sie uns weg. Deswegen müssen wir hier ein bisschen tricky vorgehen. Ja, wir müssen hier gucken, dass die uns A, nicht sehen und B, wenn sie uns sehen, eventuell, oder wenn sie uns im Weg stehen, eventuell davor einfach mit dem Pfeil umballern. Weil Link ist so krass, der tötet Frauen einfach mal. Zack! Aber ey, Leute, die sterben nicht wirklich. Die sind bloß betäubt. Also chillt. Gut, ach scheiße, ich hätte können mal mit dem Typ reden können. Am Anfang. Das machen wir noch, damit es ganz einen Sinn ergibt. Moment, Leute. Damit das Ganze einen Sinn ergibt, was wir hier machen, werde ich jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen. Epona, du kommst mit. Damit ich meinen Abonnenten noch zeigen kann, um was es hier eigentlich geht. Na, Epona, bist du doch genau meiner Meinung. Ja, nicht gegen die Wand rennen, das muss nicht unbedingt sein. Und absteigen musst du auch nicht unbedingt. Ach Leute, ne? Das läuft. Ja, weil ich möchte gern mit dem Handwerker-Boss nochmal ganz kurz reden da draus, weil der erzählt uns was Interessantes. Wo ist er denn? Da ist er. So, hi. Hast du uns irgendwas zu sagen? Ich bin Handwerkermeister. Es waren Gerudos, die die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Ah, okay. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Aha, aha. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Ah, jetzt verstehe ich. Ja, Leute, das ist eine ganz wichtige Information. Die ganzen schönen Handwerker sind nämlich in die Gerudo-Festung reingelaufen. Und die wollten halt Diebe werden, wie der nette Mann gesagt hat. Aber das ist ein bisschen fehlgeschlagen. Weil ihr wisst ja, hier sind bloß Frauen cool und so in der Gerudo-Festung. Und deswegen haben die Handwerker einfach kurzerhand einfach mal alle geschnappt und in Verliese gesteckt. Ja, so ist das, ne? Und wir befreien jetzt quasi erstmal die ganzen Handwerker. Ja. Und du legst dich schlafen. Schön. So, eigentlich sollte hier drin sogar der erste schon gleich sein. Ja, guckst du hier. Hey, Kleiner, dich meine ich, schau hierher, in die Zelle. Hi. Na du?
Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Ja, ich hab das Drei Forst des Mutes, weißt du? Kennst du? Nein? Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Ah ja. Befreie uns bitte alle. Okay. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudewächterinnen. Hey, pass auf! Was? Da ist er. Okay, Leute, wir müssen jetzt gegen so eine krasse Gerudo-Kriegerin catchen. Ah, voll getroffen. Jawoll. Und nicht getroffen. Ja. Alter, nein, oder? Okay, das war schon mal Fail. Gut, wir sind auch geschnappt worden und sind jetzt auch ins Gefängnis geschmissen worden. Das war natürlich nur ein Vorführeffekt, weil ich euch zeigen wollte, was passiert. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe. Die sind echt unfreundlich. Ich komme ja nie mehr raus. Guckt mal, Leute, da komme ich nie mehr raus. Naja gut, wir kommen schon noch raus. Und zwar mit unserem Enterhaken. Sau cool. So, zack, 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 zack und da geht's raus. Gut, soviel zum Vorführeffekt. Das wollte ich euch ja nur mal zeigen. Hust, hust und so. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze einfach nochmal. In Besser. Ist doch eine Alternative, oder? Da ist sie. Ja, komm her. Komm her, du Drecksau. Ja, yeah, einmal und zweimal und dreimal und viermal. Und wie viel muss ich eigentlich treffen? Okay, hab sie. Und tschüss. Gut, und sie hat einen Schlüssel fallen gelassen. Sehr gut. Einen kleinen Schlüssel, öffne eine verschlossene Tür. Du kannst ihn nur in diesem Labyrinth einsetzen. Alles klar. Zang, ein bisschen Rubinen, von denen ich irgendwie keinen brauche. Und noch mehr Rubine, von denen ich keinen brauche. Gut, dann befreien wir den netten Typi doch einfach mal. Hey, guck mal. Und? Oh, bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin schon der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Ja. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Sag einen Gruß, ne? Ja, tschüss. Ah, alles klären. Somit haben wir den ersten von dreien befreit. Toll, 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 ne? Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt... Ah, okay. Ja, wir haben jetzt bloß noch 15 Minuten, deswegen muss ich ein bisschen öfter auf die Uhr gucken, nicht, dass ich das irgendwie noch verpeile. Das wäre ja nicht so gut. So, Diebesversteck. So, da ist niemand und da ist eine. Okay. Oh, ja. Und Mensch, muss erstmal wieder die Pfeile ausrüsten. Wir machen die dahin und die dahin und dann ist das Ganze ja auch safe. Komm, bleib hier. Ah, bleib doch hier. Okay. Jetzt muss ich noch ganz kurz gucken. Da ist nix. Da geht's, glaube ich, wieder raus. Ja. Aber ich muss da hinten, oder? Wo muss ich hin? Link? Link? La! Da ist sie! Geh weg! Da war sie doch gerade. Da ist sie. Komm, Innenkopf. Nicht getroffen. Getroffen, Headshot! Headshot! Das sind aber, glaube ich, noch welche. Ja. Die stehen auch irgendwann wieder auf. Das ist das Problem bei der Sache. Aber was ich aber witzig finde, die checken das auch nicht, wenn ihre Kameraden einfach mal umgeballert werden. Das macht denen nichts aus. Na komm. Gut, jetzt aber schnell, bevor noch irgendjemand hier wach wird. Das wäre nicht so cool. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Da geht's lang. Da unten gibt's, glaube ich, nichts mehr. In dieser Festung hier verirre ich mich ständig. Ey, das ist wirklich eine verwirrende Festung. Da hinten ist ein Skull hier auf jeden Fall. Da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Okay. Ich meine, so groß ist die Gerudo
Festung auch nicht, aber dennoch. Ah, hier, guck mal da. Hey, Kleiner! Hey, ich erzähl den gleichen Scheiß wie mein Kollege, weil wir zu faul waren, neue Texte einzufügen. Ja, so ist es. Und ich habe eine geile Frisur. Und hinter dir kommt gleich eine, die dich angreift. Also, pass auf! Okay. Ja, zack! Zack! Und zack! Oh, das Bicoron-Schwert ist so geil, weil es einfach so lang ist. Die Stichattacke, die trifft einfach so gut. Das ist so schön. A Kliddle Key, genau. Das ist klar. Was labert der Typ hier? So. Hi, du. Oh, das ist wirklich nett von dir, dass du mich hier rausholst. Danke, Alter. Ich bin Paul. Ja, Paul, John, Ringo und der andere. Das sind die Beatles. Das ist eine Anlehnung an die Beatles, weil der Entwickler oder irgendjemand hier war Beatles-Fan oder... Keine Ahnung, irgendwie so war das. Ah, die Frauen sind geil, aber sie wollen mich nicht, weil ich so fett bin. Und noch zwei andere Kumpels sind noch hier eingesperrt. Yay, tschüss. Ja, mach's gut. Sachsten Gruß, ne? Ist klar. Gut. Gut, haben wir schon 2 von 4. Mal gucken, ob wir die anderen 2 auch noch finden. Wäre eine ganz gute Idee auf jeden Fall. Oh, fuck, yo. So, was ist denn hier? War ich hier schon? Nö, hier war ich, glaube ich, auch noch nicht. Hier, ach so, das ist der Oberausgang quasi. Ich verstehe. Moment, aber da war ja noch eine... Ja. Nya, nya, nya. Shoot you in the face. Bam. Aber eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, kann man sich auch einfach da hochziehen, glaube ich. Naja, egal. Ich schieße aber gerne Frauen über den Haufen. Oh, wie sich das anhört. Ich schieße gerne Frauen über den Haufen. Und bald werde ich wahrscheinlich angezeigt, weil ich das jetzt gesagt habe. Das ist nur Spaß gewesen, Leute. Ich mag Frauen. Ganz doll. Lieb. Haben und so. So, jetzt... Ah, guck mal, die Skulti. Wie gesagt, solange sie mitten auf dem Weg sind, nehme ich die auch gerne mit. Yay. Yeah. Jetzt aber mal ganz kurz orientieren, weil ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Kann ich da hoch? Ja. Ja, was bringt mir das, da hochzukommen? So, jetzt kommt... Nein. Okay, war ich hier schon? Ich glaube nein. Guck mal, was da drin ist. Diebesversteck. You don't say. So, habe ich hier schon gekämpft oder noch nicht? Ah, hier habe ich auch nicht gekämpft. Hey, Kleiner! Ich erzähle nochmal den gleichen Stuss wie die ganzen anderen. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo gepimmelt worden. Ah, ja, bla, bla, bla. So. Hey, pass auf, hinter dir ist eine geile Sau. Okay, ich sehe schon. Die ist geil und die will kämpfen. Ja, und zack. Oh, das war eine geile Kombo. War das geil oder war das geil, hä? Das war saugeil. Okay. Und dann haben wir den dritten. Bist du Ringo? Bist du Ringo? Nee, George. Also Paul, John, George und Ringo sind, glaube ich, die 4 von den Beatles, wenn mich nicht alles täuschen mag. Hey, du hast schon deinen Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist noch gefangen. Bitte hilf dem doch auch noch. Tschüss. Ja, ich sag Gruß. Ist gut. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ist der Part für heute beendet. Damit wir nicht überziehen und dass YouTube nicht rumheulen muss, ne? Wisst ihr Bescheid. Und im nächsten Part suchen wir dann den letzten verbliebenen Zimmermann und mal gucken, was dann Schönes passiert. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und tschaußen.